dann. Vielen Dank, Frau Keller. Vielen Dank, dass es geklappt hat. Beziehungsweise, ja, ich hätte mich auch sehr gefreut, an alte Wirkungsstätte nach Würzburg zurückzukehren. Schönen guten Abend von meiner Seite. Ja, es heißt Managing Director der BASF Polyurethane GmbH. So, jetzt geht auch das Bild. Und in einer Doppelfunktion auch der Personalleiter für Performance Materials, eine Division in unserem Unternehmensbereich. Dicker Daumen von circa 7.500 Mitarbeitenden weltweit. Ja, freue mich sehr, heute Abend hier zu sein. Habt erstmal eben ein paar Slides zu mir mitgebracht, ein paar Bilder, damit Sie auch wissen, mit wem Sie oder wer hier heute Abend den Vortrag hält. Und dann jede Menge zu BASF, den aktuellen Themen, die uns beschäftigen, beziehungsweise unsere Unternehmensstrategie und wie sich das Ganze von, ich sag mal, der Corporate-Perspektive beziehungsweise der unternehmensweiten Perspektive auf unseren Unternehmensbereich und dann ja in den beschaulichen Standort in Lemförde, meinen Standort hier vor Ort runterbricht mit circa 1.700 Mitarbeitenden hier vor Ort, ja, im Norden von Niedersachsen. Ja, aber los ging es bei mir in der schönen Pfalz. Bin geborener Pfälzer, also von daher, falls es ab und zu mit der Aussprache undeutlich wird, dann liegt es nicht an Ihrem Mikrofon, sondern dann an meiner Aussprache. Wie gesagt, eine Zeit lang in Würzburg verbracht, aber auf der anderen Seite auch hier im Norden. Ich arbeite da immer noch an meinem Hochdeutsch. Angefangen habe ich in Ludwigshafen im Stammwerk, das sehen Sie hier, einer der größten Chemiekomplexe weltweit, und habe das Ganze mit dem Thema Wirtschaftsinformatik begonnen. Also kein Jurist oder, ich sag mal, Sozialwissenschaftler oder Wirtschaftswissenschaftler, die Sie sonst in der Personalwirtschaft finden. Aber wie gesagt, Wirtschaftsinformatik und mit dem Thema Business Warehousing, mit dem ich auch dann meine Masterthesis in Würzburg abgeschlossen hatte. Damals sah das dann Ganze so aus. Da gab es dann mit einem Kommilitonen zusammen, als wir die Abschlussrede gehalten haben, mit einem schönen Talar. Ich erinnere mich dran, Frau Keller sagte vorhin, sie sitzt vor dem Gebäude. Wie gesagt, ich hätte mich auch gefreut, vor Ort zu sein. Ich habe damals meine Abschlussarbeit, die ich auch zu dem Thema eben geschrieben habe, in dem Hotel geschrieben, was unweit dieses Standorts ist. Das ist der Standort der BASF Catalysts, also Katalysatorenunternehmensbereich der BASF, wo ich die Chance dann hatte, als HR Business Partner zu arbeiten. Und das war für mich der Einstieg einmal in die Personalwirtschaft, in die Tiefe, und auf der anderen Seite ein ganz, ganz spannender Zeitraum, weil wir damals Catalyst, vorher Engelhardt, in die BASF integriert haben. Also auch da, ich sag mal, ein Heavy Lifting, was HR zu tun hatte, beziehungsweise wo auch der Beitrag von HR gefragt war. Aber eine ganz, ganz spannende Zeit, wo ich sehr viel gelernt habe, ja, auch meine Abschlussarbeit fertig gekriegt habe, aber auf der anderen Seite auch hier sehr, sehr spannende Zeiten mit der BASF in den USA verbringen durfte. Habe dann eine Zeit lang zwischen Ludwigshafen und Berlin gearbeitet, habe mich um das Thema Shared Services für Ludwigshafen gekümmert, also sehr stark darauf getrieben, ein Service Center zu betreiben mit, um mal eine Vorstellung zu geben, ungefähr 250.000 Telefonate in einem Jahr, also von daher auch einiges an Volumen. Wir sind heute am Standort in Berlin, auch ein großer Standort der BASF im Übrigen, wo wir viele, viele Services zentralisiert haben, und das war einer der ersten Schritte, den wir damals gegangen sind. Und Frau Keller sagte es auch schon, wer es nicht erkennt, es ist die Weltstadt Lemförde, die sieht man im Hintergrund, und auf der anderen Seite sieht man das tolle Werk. Damals dann die Gelegenheit bekommen, als Personalleiter hier an den Standort zu kommen, sehr, sehr spannende Zeiten erlebt. Wir haben in einem Jahr mal über 250 Leute extern eingestellt, und bei einer Größe von 1.700 Leuten wissen Sie ungefähr, was das wirklich für ein Manöver war, was wir da gezogen haben. Und ich sage mal, 2 Jahre später hatten wir Kurzarbeit am Standort wegen der Situation bei Automobil. Also von daher hoch und nieder beides mitgemacht, beziehungsweise auch beides gut überstanden, und habe dann Anfang letzten Jahres hier die Geschäftsleitung übernommen als Managing Director, beziehungsweise das, wie gesagt, ist bei uns eine Kombination aus zwei Funktionen. Einmal hier an diesem schönen Standort in Niedersachsen der Geschäftsführung, und auf der anderen Seite, wie gesagt, der globale Personalleiter für den Unternehmensbereich Performance Materials. Ja,
Aber das könnte ich nicht alleine. Dazu verheiratet, zwei Kinder. Wer hier auf dem Bild König und Königin ist, das überlasse ich Ihnen bzw. Ihrer Vorstellung. Aber von daher, wir sind alle in den Norden gereist und sind hier vor Ort auch gut angekommen. Und ja, was habe ich heute mitgebracht? Ich hatte es schon mal gesagt. BASF auf einen Blick bzw. Überblick. Was treibt uns an? Was treibt uns? Welche Themen? Das Segment Materials bzw. der Bereich Performance Materials und dann die BASF in Lünförde und dann vor allen Dingen Ihre Fragen. Ich habe leider den Nachteil, ich sehe Sie nicht bzw. hören, glaube ich, geht auch nicht, Frau Keller, richtig? Ja, also Genau. die Studis müssten alle Fragen in das F&A-Tool schreiben, dann stellen wir die natürlich gerne. Sehr gut. Dann möchte ich Sie dazu nur ermutigen, Ihre Fragen da reinzustellen. Ich würde immer mal zwischendrin, denn ich habe einiges an Folien mitgebracht. Ich würde an der einen oder anderen Stelle dann auch gerne mal zwischendrin eine Pause machen, um die eine oder andere Frage gleich zu beantworten. Aber auch da, deswegen hätte ich mich auch auf sehr, 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 sehr über den Präsenzvortrag gefreut, weil das nochmal eine andere Möglichkeit gibt, auch der Interaktion. Aber ich hoffe, das kriegen wir auch heute so hin. Und Frau Keller, Sie sagen mir irgendwo, wenn zwischendrin mal was hakt, beziehungsweise umgekehrt, wenn man was nicht sehen kann oder was offen geblieben ist, bitte. Gut. Aber natürlich. Sehr schön. Dann legen wir mal los. BASF in einem Überblick. Und da gleich natürlich dazu zu sagen, Sie sehen sehr viele Zahlen aus 2020. Unser Geschäftsjahr 2021 ist noch nicht abgeschlossen, beziehungsweise es wird erst Ende Februar dann auch mit der ganzen Kommunikation abgeschlossen. Deswegen bitte ich zu entschuldigen, dass ich euch ein bisschen olle Kamelle damit bringe, aber es ist wenigstens ein konsistentes Bild, was ich da auch dann zeigen kann. Ich habe immer mal wieder aktuelle Zahlen mit dabei, beziehungsweise gebe gerne auch da auf der Tonspur einen kleinen Ausblick dazu. Aber hier geht es ja auch darum, dass wir eine Vorstellung, eine Idee kriegen, wie, ich sag mal, was machen wir, beziehungsweise wie funktioniert es. Und 2020 war natürlich auch ein herausforderndes Jahr mit Corona und, ich sag mal, den Auswirkungen auch auf unsere Industrien, vor allen Dingen auch auf die Automobilindustrie, die uns hier am Standort stark getroffen hat. Nichtsdestotrotz haben wir es in 2020 auf gut 60 Milliarden Umsatz geschafft. Und was mich natürlich immer wieder begeistert, beziehungsweise auch gespannt bei der Firma hält. Wir sind ein Netzwerk von 110.000 Kollegen, ein Verbund weltweit von Kolleginnen und Kollegen in verschiedensten Standorten, angefangen von, ich sag mal, der Produktion, der Forschung, der Technik, den kaufmännischen Bereichen und, die hier natürlich dafür streiten. Und unsere Chemie wird nahezu allen Branchen eingesetzt. Ich glaube, Sie können so gut wie, wir kommen gleich mal auf die Segmentaufteilung, nicht an uns vorbeilaufen, sagen wir es mal so. Sei es in den Grundprodukten oder, ich sage mal, auch an den Endprodukten, die wir haben für Endkonsumenten. Wir haben gut 90.000 Kunden in verschiedensten Branchen weltweit, aber zu der Aufteilung komme ich gleich auch nochmal. Was ist das Portfolio? Angefangen links oben, Sie sehen ein Bild, viele Rohrleitungen, Grundlagenchemie, Segment Chemicals, Industrial Solutions, Nutrition and Care. Da haben wir auch da im 2020 sind die sehr gut gelaufen. Darunter fallen natürlich auch so Sachen, die dann man auch zu Hause gut brauchen kann, wie Waschmittel, wie Spülmaschinentabs. Ich glaube auch in 2020 wurde noch nie so viele Spülmaschinentabs verkauft. Unser Segment Materials, da gehören wir als Performance Materials dazu, also alles, was rund um Kunststoffe ist. Surface Technology, da sind unsere Kollegen in Münster, beziehungsweise auch natürlich in Würzburg mit dabei, die BASF Coatings, die dem einen oder anderen vielleicht was sagen wird. Und auf der anderen Seite Agricultural Solutions, also alles, was, ich sag mal, wirklich auch mit Saatgut, beziehungsweise mit Themen wie Insektenschutz und so weiter, alles damit zu tun hat. Ein breites, breites Portfolio. Früher, ja, gab es auch das Thema Öl und Gas. Das haben wir mittlerweile verkauft. Also Sie sehen auch hier ein aktives Management unseres Portfolios. Und ich sage mal, Sie sehen auch aufgrund der Umsätze und der Verteilung der Umsätze, wie dort auch dann die Verteilungen sind. Das Ganze ist in 11 Unternehmensbereiche aufgeteilt, wie gesagt, in diesen Segmenten, die Sie eben gesehen haben, zusammengefasst sind. Ich
Regionen und Länder sind wir da, wo natürlich auch kleinere Präsenzen sind. Gestern gab es auch wieder einen Artikel, wo wir in Frankreich investieren. Also in jeder Region sind wir präsent. Wir haben 3 globale Forschungsbereiche, wo wir auch aber momentan auch dabei sind, unsere Forschung am nicht nur am Standort Ludwigshafen, aber weltweit auch in einem übergreifenden Netzwerk zu organisieren. Wir haben ein Corporate Center, andere Unternehmen unserer Größe beziehungsweise in ähnlicher Struktur haben sich in der Vergangenheit auch dafür entschieden, sich aufzusplitten. Das ist nicht unser Prinzip. Wir sind ein starker Verbund von verschiedenen Segmenten. Wir haben aber dafür dann eben ein Corporate Center, wo zentrale Bereiche, sei es Legal, HR, Finance und so weiter, aufgehängt sind, die dann von den Serviceeinheiten unterstützt werden, aber die dafür sorgen, dass auch Prozesse über diese Unternehmensbereiche und Segmente dann entsprechend auch ablaufen bzw. dann auch dementsprechend erbracht werden. Andere Serviceeinheiten ist zum Beispiel auch bei uns das Global Engineering oder Global Procurement, wo man dann natürlich auch Synergien schafft und beziehungsweise auch Services anbietet, die Unternehmensbereiche, die einzelnen Unternehmensbereiche dann dementsprechend abrufen können. So, wer leitet das Ganze? Hier sehen Sie mal einen Blick auf unseren Vorstand. Herr Dr. Martin Brudermüller, der Vorstandsvorsitzende, beziehungsweise Herr Dr. Hans-Ulrich Engel, der stellvertretende Vorstandsvorsitzende. Und ich glaube, angeschrieben damals auch, habt ihr von der Uni Würzburg Frau Maas-Brunner, unsere Arbeitsdirektorin, die auch beziehungsweise auch der Chef vom Werk Ludwigshafen ist als solches, also natürlich auch da eine ganz große Rolle einnimmt für Deutschland bzw. die deutschen Gruppengesellschaften und damit natürlich auch für mich. Mein direkter Chef ist der Mike Heinz. Er betreut das Segment Materials bzw. uns als Unternehmensbereich Performance Materials. Ja, das ist der aktuelle Vorstand. Wie ging es denn aber eigentlich mal los? Denn die BASF hat auch eine sehr, sehr lange Geschichte bzw. Zurück geht es bis ins Jahr 1861. Und damals Friedrich Engelhorn, 1861 in Mannheim gegründet. Also wer sich ein bisschen mit der Lokalgeografie auskennt, Mannheim über den Rhein auf der badischen Seite, badische Anilin- und Sodafabrik. Dafür steht nämlich, oder dafür stehen die Buchstaben BASF. So, und an einem Punkt 1865, und als es auch darum ging, größer zu werden, beziehungsweise dort weiter ein Netzwerk von Produktionen und so weiter zusammenzuschließen, wurde das Stammwerk in Ludwigshafen gegründet. Ja, der Firmensitz war noch bis 1919 in Mannheim, aber an irgendeinem Punkt war es dann geschehen und dann wurde das Ganze auf die Pfälzer Seite verlegt, also nach Ludwigshafen, beziehungsweise seitdem auch der Stammsitz und immer noch der Stammsitz der BASF ist in Ludwigshafen und nimmt auch dann, und das ist daraus geworden, wenn man sagt, okay, mit einer kleinen Idee, 1861 angefangen und wir schauen auf die BASF-Welt und auf die Verteilung der Standorte. Wir sehen es von, ich sage mal Neuseeland bis Kanada an vielen, vielen Standorten vertreten. Herzstück Ludwigshafen als größter Verbundsstandort. Und ich möchte mal vielleicht ein, zwei Minuten auch auf das Thema Verbund oder das Verbundprinzip eingehen, weil ich glaube, auch das ist was, wenn man BASF kennenlernt, beziehungsweise auf der anderen Seite, wenn man BASF verstehen möchte, was so in unserem Herzen liegt. Das Verbundprinzip ist eigentlich, sagen wir, getrieben auch aus unserer Stärke in der Produktion. Und da geht es darum, ein Netzwerk zu schaffen, wo sagen wir, verschiedene Produktionsbetriebe, der eine braucht diesen Rohstoff, der andere hat einen Abfallstoff, der nächste ist, ich sage mal, der Verwender dieses Abfallstoffes. Und so kann ich auch in einem intelligenten Netzwerk, in einem Produktionsverbund Betriebe miteinander verbinden und natürlich erhebliche Synergien schaffen. Und das war, ich sag mal, der Kern des Ganzen, hat in Ludwigshafen begonnen als, wie gesagt, größter Verbundsstandort mit gut 35.000 Kolleginnen und Kollegen vor Ort. Und ich sag mal, eine Unmenge an Rohrleitungen, die Betriebe miteinander verbinden, einem großen Dampfverbund, aber auch Kraftwerken, die für die nötige
ja, Stromversorgung und so weiter sorgen. Und dieses Prinzip des Verbundes, sehen Sie auch, haben wir auf ja, an verschiedene Standorte übertragen, beziehungsweise umgekehrt größere Standorte gebaut. Sie sehen auch Jiangxiang in China als der ja, neueste Produktionsstandort beziehungsweise der neueste Verbundstandort. Hier wurde im Jahr 2020 die erste, ich sag mal, mit dem Bau der ersten Anlagen begonnen, beziehungsweise auch da, das ist unser neuer großer Verbundstandort, den wir auch in Asien gegründet haben. Verbund, dieses Prinzip, und das hören wir später auch nochmal, das gilt für mich auch für das Netzwerk an Kolleginnen und Kollegen, was wir haben. Das zieht sich eigentlich, glaube ich, durch viele, viele Themen bei uns durch. So, wie verteilen sich unsere Geschäfte? 60 Milliarden habe ich vorhin schon gesagt. Man sieht, ein großer Anteil ist und bleibt, ist Europa. Aber gerade hier, was natürlich auch und was die Verteilung unserer Standorte angeht, sieht man natürlich auch, dass unser Fußabdruck in Asien stark zugenommen hat, auch in einem Jahr. 2020 sind wir allein in Asien 11% gewachsen. Nächstes Jahr oder dieses Jahr war es nochmal ein guter Schluck größer. Auch da hat Asien langsam Nordamerika überholt in der Bedeutung. Und ich sage mal, dass ich hier nicht nur von alten Zahlen rede. Wie hat sich das Geschäft bei uns erfreulicherweise auch in 2021 entwickelt? Also hier sehen Sie die Ergebnisse, die auch kommuniziert worden sind aus dem dritten Quartal. Und damals haben wir auch eine Prognose abgegeben. 60 Milliarden, hatte ich gesagt, waren 2020. Wir rechnen mit gut 76, 78 Milliarden da irgendwo. Das war unsere Prognose aus dem dritten Quartal für dieses Jahr. So mal, damit Sie mal ein Gefühl davon bekommen, von der Größe. Wie gesagt, ich habe bisher von den Produkten relativ wenig gesprochen. Ich würde aber jetzt, bevor ich dazu komme, noch gerne auf unseren Unternehmenszweck eingehen. We create chemistry for a sustainable future. Das ist quasi ja, unser Leitsatz, beziehungsweise auch was unser Streben lenkt und beziehungsweise auch da uns den Fokus gibt. Wir haben in unserer Strategie klar festgelegt, wie wir das erreichen wollen, beziehungsweise was unsere Kernthemen sind. Im Kern des Ganzen beziehungsweise der Aktivitäten steht natürlich unser Kunde. Wir hatten schon gesagt, gut 90.000 Kunden weltweit. Rechts sehen Sie auch nochmal aufgeteilt, wie sich das Ganze dann auf die verschiedenen Länder verteilt. Und ich sage mal auch gerade da, unser Kundenportfolio reicht von globalen Großkunden über mittelständische Unternehmen bis hin zu Endkonsumenten. Natürlich wird es schwer, die Endkonsumenten tatsächlich dann auszumachen. Ich hatte vorhin das Beispiel gebracht von Coatings. Bei den Lacken ist das, glaube ich, am einfachsten nachzuvollziehen. Da ist es jetzt nicht direkt der Endkunde, aber ich sage mal, es gibt auch in Südamerika viele Farben, so wie Nil wieder, was wir dort herstellen, aber auch grüne Ware auf dem Bau kennt der ein oder andere, Styrol, Styrodur. Sind Produkte, aber bei uns gerade als Kunststoffhersteller sind es viele mittelständische Unternehmen, die auch dann wieder in die Automobilindustrie liefern oder dann auch eben natürlich Großkunden, die Procter & Gambles dieser Welt und, die dann abnehmen, unsere Produkte abnehmen. Wer sind Wettbewerber? Um mal da auch zu gucken, auf wen achten wir in unserem Wettrennen. Natürlich um unsere Kunden an der Stelle. Arkema, Bayer, Clariant, Covestro, DuPont, Dow. Für uns besonders in unserem Geschäft Huntsman, Solvay. Hersteller, die uns oder wo wir auch immer drauf achten, beziehungsweise wo wir natürlich im Wettbewerb stehen. Das Schöne ist, wenn Sie sich eine Wertschöpfungskette vorstellen innerhalb der Chemie, je nachdem, wo Sie unterwegs sind, mit den Grundprodukten, beziehungsweise dann mit der Basischemie relativ weit vorne in der Wertschöpfungskette oder jetzt unser Geschäft Performance Materials, wo Sie dann konkrete Anwendungsprodukte, wie zum Beispiel sowas hier dann auch rausbekommen. Dann kann es auch sein, dass zum Beispiel wir Rohstoffe wieder von unseren Teilen unserer Wettbewerbe beziehen. Also von daher ist es ein sehr spannendes Marktumfeld, in dem wir uns da bewegen, beziehungsweise auch da die Chemie natürlich ein sehr spannendes Feld. Und ich habe es dazu gesagt am Anfang, ich bin Wirtschaftsinformatiker, deswegen ich gebe zu, von all unseren Produkten und so weiter, was wir auch für Lösungen haben, ich habe es vorhin schon auch schon Frau Keller gesagt,
ich bin immer wieder fasziniert, was unsere Kolleginnen und Kollegen da, Forschung und Entwicklung da alles auch rausbringen und was wir da für tolle Dinge auch haben. Ein bisschen bin ich schon drauf eingegangen, Chemie, Kunststoffe, Transport, Landwirtschaft ist natürlich Agricultural Products vor allen Dingen, Konsumgüter, wie zum Beispiel hier den Boost-Schuh von Adidas, wo wir die so herstellen, Bauindustrie, Elektronik, Energie und Rohstoffe, Gesundheit und Ernährung, also so setzt sich unser Portfolio zusammen. So, ich habe schon gesagt, was mich eigentlich immer wieder fasziniert ist, was wir alles aus Forschung und Entwicklung für neue Produkte beziehungsweise auch da an neuen Lösungen, an denen wir forschen, rausbringen. Und ich sage mal, wir kennen alle die Herausforderungen, die wir haben, ressourcenschonende Lösungen und Geschäftsmodelle, die Wachstum und Verbrauch von begrenzten Rohstoffen entkoppeln. Das Thema Nachhaltigkeit ist ein sehr zentrales für uns als Unternehmen. Da gehe ich auch gleich nochmal drauf ein. Sie hatten es, der ein oder andere hat es vielleicht schon in unseren Kreisen, in unserer Strategie gesehen als solches. Kommt gleich. Aber um vorher nochmal einen klaren Punkt für Innovation hier zu setzen. Wir sind auch hier im Norden ein Forschungsstandort der BASF. Insgesamt global geben wir über 2 Milliarden für Forschung und Entwicklung aus. Wir haben mehr als 10.000 Mitarbeiter, die sich rund um das Thema Forschung und Entwicklung kümmern. Und allein in 2020 waren es 950 Patente, die angemeldet wurden. Also von daher, das ist was unser Geschäft auch vorantreibt, beziehungsweise Innovation hier natürlich für unsere Geschäftsmodelle das Element ist, um hier wirklich wettbewerbsfähig zu sein, beziehungsweise auch dann nachhaltige Lösungen für die Zukunft anbieten zu können. Ja, das Stichwort hatte ich schon genannt, Nachhaltigkeit. Denn auch da, und natürlich müssen wir uns gerade, dann ist unser Unternehmensbereich besonders betroffen, als Kunststoffhersteller natürlich immer stärker auch die Frage der Nachhaltigkeit, beziehungsweise was machen wir denn mit unseren Produkten, wie bleiben wir auf der einen Seite, ja, langfristig erfolgreich, aber wie nehmen wir auch unsere Verantwortung für die Gesellschaft, beziehungsweise dann auch für unsere Welt wahr, und deswegen ist das verankert in unserer Unternehmensstrategie und dafür haben wir auch konkrete Ziele zum Thema Nachhaltigkeit. Wir haben einmal das Thema Netto-Null-Transformation von Grundlagenchemikalien und der nachgelagerten Wertschöpfungsketten. Das ist ein Riesenthema für uns, wo wir natürlich auch schauen, wir verwenden viel, viel Energie in unseren Prozessen. Wie können wir das dementsprechend, wie haben wir neue Verfahren, andere Rohstoffe, die wir nutzen können, um das im Endeffekt auch hinzubekommen. Wir haben ein klares Ziel, bis 2030 im Vergleich zu 2018 um 25% unsere CO2-Emissionen zu senken. Und wir haben auch das Commitment abgegeben, bei BASF bis 2050 CO2-neutral zu sein. Wollen aber auch da weiterhin wachsen. Und das schaffen wir nur über innovative Wege, wie wir das eine mit dem anderen sinnvoll verbinden und wie wir dadurch auch eine nachhaltige Zukunft gestalten können. Und wenn wir jetzt auf der einen Seite natürlich dann wieder nur dran denken, okay, was weiß ich, das ist Produzieren, was weiß ich, mit zum Beispiel grünem Strom, dass ich die Energie, die ich eben angesprochen hatte, dass ich die aus nachhaltigen Quellen besorge. Nein, es geht auch um das Produktportfolio, beziehungsweise, dass unser CO2-Abdruck durch unser Produktportfolio deutlich verringert wird, beziehungsweise auch da durch biobasierte Rohstoffe auch dementsprechend ganz, ganz andere Produkte zusammenkommen. Ich habe nur mal ein Beispiel mitgebracht, das ist unser aus der Schwestereinheit Styropur, Styrodur hatte ich schon angesprochen. Nehmen Sie nur einfach mal, was ich mit Isolation durch Isolation an CO2-Ausstoß sparen kann, wenn ich richtig und ordentlich dämme. Jeder kennt es von zu Hause. Wir bieten natürlich auch viel größere Lösungen an, jetzt auch gerade industrielle Lösungen als solches. Hier bei mir vor Ort im Betrieb geht es natürlich auch darum, wie heize ich Öfen hoch, wie mache ich das, wie halte ich Temperaturen und. Und dazu finden wir natürlich interessante Lösungen und auf der anderen Seite tragen auch dazu bei, dass
Tonnen CO2 vermieden werden können, dadurch, dass ja, wir ein Produkt aus Chemikalien herstellen, aber was, ich sag mal, für den nachhaltigen Footprint unserer Produkte beziehungsweise dann auch dessen hier sorgt. Ein anderes tolles Beispiel, das hatte ich schon angesprochen, Thema Energie. Und wir brauchen viel, viel Energie, einmal bei der Gewinnung am Anfang der Wertschöpfungskette, aber genauso jetzt hier im Norden bei uns. Ich habe hier vor Ort kein Kraftwerk beziehungsweise kein eigenes, keine eigene Energiegewinnung. Ich ziehe quasi in Anführungsstrichen den Strom aus der Dose. Und natürlich die BASF-Gruppe als Ganzes macht sich hier Gedanken, wo kriegen wir denn dementsprechend auch, wo können wir Strom aus natürlichen Ressourcen beziehungsweise hier aus Windenergie herbekommen und hat sich hier mit RWE zusammengetan und hat hier ein ganz, ganz tolles Projekt auf den Boden gehoben. Und dann, da muss ich auch sagen, bin ich stolz, einer so großen Gruppe zu sein, dass wir hier sowas auf den Weg bringen können und dementsprechend auch da, und das Beispiel werde ich auch Ihnen nachher zeigen, wie sich das dann natürlich auf einzelne Produktionsanlagen runterschlägt, weil hierdurch habe ich natürlich eine riesige Menge, die ich an Strom erzeuge auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite haben wir durch unsere Verbundstandorte beziehungsweise die BASF-Standorte eine kontinuierliche Abnahme von Strom und das ist wirklich eine klasse Verbindung beziehungsweise auch ein tolles Projekt, was wir hier auf die Beine gestellt haben. So, jetzt haben wir wieder Energiegewinnung, jetzt hatten wir mal ein Produkt als Beispiel. Ich gebe Ihnen anderes, das Wort ist bestimmt auch schon mal gefallen, das Wort Kreislaufwirtschaft, beziehungsweise wird Ihnen das vielleicht in der einen oder anderen Vorlesung auch mal entgegengekommen sein. Hier steckt wirklich der Wandel von einem, ja, ich sag mal, linearen Wirtschaftsmodell hin zu einem System geschlossener Kreisläufe. Und hierzu wollen wir natürlich auch beitragen, beziehungsweise hier deutlich unseren Umsatz an der Ecke steigern. Was heißt das? Beziehungsweise, was ist ein Stichwort, was Sie vielleicht schon mal gehört haben? Da das Thema Kencycling ist ein großes Projekt. Hier sehen Sie mal, wie so diese einzelnen Stufen dieses Kreislaufes beziehungsweise auch dann der Projekte oder beziehungsweise des Projektes Kencycling dann dementsprechend auch aufzeigen. Also von daher eine Sache, die uns zentral in Unternehmen, in den einzelnen Unternehmensbereichen treibt und auf der anderen Seite wir natürlich auch dadurch unseren Beitrag für eine nachhaltige Zukunft leisten möchten. Jetzt habe ich von vielen einzelnen Themen gesprochen, wo ich vielleicht weniger Expertise habe, beziehungsweise auch weniger Hintergrund. Bevor ich jetzt aber zu unseren Kolleginnen und Kollegen und den, sagen wir mal, Herausforderungen gerade im Umfeld der Personalwirtschaft, beziehungsweise unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habe, mal kurz, Frau Keller, noch alle da, beziehungsweise schon einiges an Fragen eingegangen? Bisher tatsächlich nur eine Frage, die kann ich Ihnen auch gerne schon mal stellen. Und zwar, was glauben Sie, wie groß der Anteil Ihrer Produkte ist, der in Zukunft in der Form nicht mehr nachgefragt wird, sondern durch nachhaltige Produkte ersetzt wird? Ui, dann kommen wir gleich wieder die leichten Fragen. Sie haben gefragt. Ja, ist richtig, aber sehr schwer. Da möchte ich weiche mal ein bisschen aus, sorry für das, aber... Was ich 2020 und 2021 erlebt habe, waren ganz auch spannende Diskussionen und Herausforderungen, die wir gesehen haben, wie schaffe ich denn überhaupt nachhaltige Produkte und was brauche ich denn dafür, um nachhaltige Produkte anzubieten? Und da geht es auch um so Sachen wie und Herausforderungen wie kriege ich denn nachhaltige Rohstoffe für mein Produkt? Biobasiertes BDO oder was wir substituieren dann oder BDO, was wir substituieren mit eben nachhaltig herangezüchteten. Also das sind ganz spannende Sachen, die da vorbereitet werden, aber die erstmal leider nur in, ich sag mal, sehr geringen Mengen vorhanden sind. Deswegen glaube ich, dass wir auf einem guten Weg sind, dass wir die Innovationen haben, aber die jetzt auch, ich sag mal, hoch zu skalieren, das wird eine ganz, ganz große Herausforderung. Deswegen weiche ich jetzt Ihrer Frage mal des Prozentsatzes aus, aber ich gehe davon aus, dass der sehr, sehr schnell sehr, sehr hoch sein wird. Sonst gibt es bisher keine Fragen. Ich denke, die Studis halten die sich für am Ende zurück. Sehr gut, dann mache ich mal weiter mit dem Thema, da ich auch noch etwas mehr Expertise anbieten kann mit mehr Hintergrund, weil einfach auch fehlende Arbeit ist das Thema Mitarbeitende bei BASF.
Ja, natürlich, wir sind da mittendrin in dem ganzen, ja, auch wirklich, ja, War for Talents und allem, was sie, ich sag mal, was es auch an solchen Begriffen gibt. Will aber einfach mal so ein paar Themen durchgehen, die mich auch hier lokal, aber auch dann global in unserem Unternehmensbereich immer wieder herausfordern, beziehungsweise mit denen ich mich intensiv beschäftige. So, fangen wir mal an. Wie verteilt sich denn das Ganze? Und ja, in der ähnlichen. Sie haben vorhin die Umsätze gesehen, ähnlich verteilt sich auch hier auf der Weltkugel. Wir haben einmal in Europa ein starkes Zentrum. Wir haben hier 68.000, wie gesagt, davon allein 35, mittlerweile sind es ein paar weniger, knapp 35.000 in Ludwigshafen als solches. Asien, Südamerika, beziehungsweise da gehört auch immer noch ja, Afrika, Nahe Osten mit dazu als solches und Nordamerika, also ich sage mal grob von Kanada bis Mexiko runter. So verteilt sich im Endeffekt unsere Lage. Wir gucken uns das Thema Personalstand, beziehungsweise dann auch das Thema Personalstandsentwicklung sehr, sehr intensiv an. Da haben wir auch sehr, sehr enges Auge drauf. Es ist seit jeher, seitdem ich Unternehmen bin, eine Steuerungsgröße, beziehungsweise auch immer eine Größe, die wir, sei es in der operativen Planung, auch in der, sagen wir mal, in der Strategieentwicklung, immer mit im Auge haben, weil wir auch da sagen, und dann sind wir besonders hier bei unserem Geschäft, wir sind ein sehr kundennahes Geschäft und unsere Mitarbeiter sind diejenigen, die beim Kunden sind und deswegen ist auch, sagen wir mal, ein großes Asset für uns, unsere Mitarbeiter, die wir weltweit vor Ort in den Geschäften, in der Produktion und sonst wo haben und deswegen, sagen wir mal, ist das immer ein sehr, sehr großes Thema, was wir im Auge haben. Und ich hatte auch schon gesagt, ja, Wettbewerb um Talente, natürlich merken wir das, beziehungsweise sind da stetig unterwegs und ich gebe ja auch zu, natürlich gerne auch solche Veranstaltungen zu nutzen für unsere Firma, für die BASF, ja, Begeisterung zu wecken, beziehungsweise auch hier uns vorzustellen, um natürlich auch zu schauen, dass wir unsere Talente immer wieder akquiriert bekommen, die wir brauchen. Und hier sehen Sie mal auf der rechten Seite, was heißt denn das so in einem Jahr für die BASF-Gruppe weltweit? Und natürlich war das, ich sag mal, 2020 war ein, wie soll ich sagen, ein von Ungewissheit geprägtes Jahr mit Corona und allem, was dann angeht. Und trotzdem sind es weltweit weit über 6.000 Neueinstellungen. Also normales Jahr hat da durchaus noch größere Volumina. Was auch, ich sag mal, was Fluktuation und so weiter angeht. Dem wollen wir uns stellen, beziehungsweise da sind wir unterwegs im Wettbewerb um Fach- und Führungskräfte. Wir sind viel an den Universitäten unterwegs in Deutschland und auch weltweit, um uns hier entsprechend auch ja, bekannt zu machen, beziehungsweise auf der anderen Seite natürlich auch Employer of Choice zu sein. Ich zeige Ihnen mal nachher, wie sich das ganz konkret in meinem, ja, meinem Arbeitgeber im Employer Value Proposition, wenn man so will. Also was biete ich denn als Arbeitgeber meinen Leuten hier an? Da komme ich gleich ganz mal ganz konkret dazu am Beispiel Lempförde. Was machen wir denn dazu? Und was tun wir auch dazu, um unsere Mitarbeiter zu halten an dieser Stelle? Denn für uns Neudeutsch, das Mitarbeiterengagement ist wirklich ein, ja, hier steht noch Schlüssel zum Erfolg beziehungsweise ein Kernelement und das überwachen wir auch stetig, indem wir auch regelmäßig Mitarbeiterbefragungen nicht nur eingeführt haben, durchführen als solches und die dabei gibt es auch einen Engagement-Index und das ist dieser mehr als 80% unserer Mitarbeiter sind der Meinung, dass sie sich hier bei uns entfalten können und ihre bestmögliche Leistung erbringen. Das ist eine Zusammensetzung aus verschiedenen Fragen, aber das ist auch was, was wir regelmäßig monitoren, wo wir auch regelmäßig schauen, wie entwickelt sich der, aber auf der anderen Seite auch natürlich immer wieder dann Maßnahmen angehen, um daran zu arbeiten, dass wir eben auch besser werden. Und da ist uns Feedback sehr, sehr, sehr wichtig, beziehungsweise auch ein sehr wichtiges Element. Und hier hatte ich schon die 82 hatte ich schon verraten. Das hat sich insofern positiv entwickelt. Wir haben jetzt Anfang diesen Jahres steht die nächste Mitarbeiterbefragung an.
das ist was wirklich, was uns immer wieder auch neue Impulse gibt, wenn sich auch, ich sag mal, durch Generationen beziehungsweise auch durch einfach neue Kolleginnen und Kollegen auch Veränderungen ergeben, beziehungsweise neues oder anderes Feedback reinkommt, wo wir auch immer wieder am Puls der Zeit sind, um dann da auch reagieren können drauf. Eine spannende Sache, die jetzt hier nicht mit draufsteht, mit dem wir uns aber auch beschäftigen, ist das Thema Führungsfeedback. Und das ist auch ein Element, was wir, das steht hier nicht mit auf der Folie mit drauf, aber was wir auch eingeführt haben und jetzt mittlerweile dann, wenn wir es jetzt Anfang des Jahres machen, ein drittes Mal durchführen, also wo auch die Führungskräfte direkt in einem, ja, wenn wir so wie 360-Grad-Feedback, beziehungsweise dann sind es nur 90 beziehungsweise 180-Grad-Feedback bekommen von ihren Mitarbeitern und das strukturiert das, durch die ganze Firma. Also von daher, Feedback ist ein wichtiges Tool, um dann auch zu wissen, was ist los, was beschäftigt unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und wie können wir darauf reagieren, beziehungsweise wie können wir auch unsere Angebote dementsprechend anpassen. So. Ein Thema, was mich ebenfalls immer wieder beschäftigt, beziehungsweise, ja, ich weiß, in Nordamerika immer wieder Probleme habe mit Altersstruktur, dass ich sowas nicht auswählen darf, aber das Demografie ist für mich ein Riesenthema weltweit und ich sag mal, mit jeweils unterschiedlichsten Herausforderungen. Wir haben, das, Sie sehen unten die Altersverteilung, beziehungsweise auch da, wie sich das Ganze in unserer Belegschaft verteilt und auch da sagen wir mal quer rüber, Standorte sind im Schnitt vielleicht ein gutes Stück älter als das, was hier abgetragen wird. Wir haben Standorte, die sind jünger, die haben dann eher das noch vielleicht auch die Herausforderung, wie schaffe ich Know-how, wie schaffe ich auch schnellen Wechsel und so weiter zu verkraften, beziehungsweise auch da, wie mache ich auch da Knowledge-Transfer. Aber das ist was, ich habe vorhin schon gesagt, die langfristige Personalplanung ist bei uns ein großes, großes Element. Und wie gesagt, das ist was, mit dem wir uns aktiv hier auch immer wieder auseinandersetzen, wo wir einfach schauen, wie passt Demografie, wo müssen wir frühzeitig reagieren und wo müssen wir dann nämlich auch in Ausbildung zum Beispiel investieren. Und das Thema Ausbildung und ich sage mal, hier rede ich von, ich sag mal, einer Produktionsfachkraft Chemie, über bis hin zu den dualen Studenten beziehungsweise auch dann unseren Trainee-Programmen für, ich sag mal, Bachelor- und Master-Absolventen als solches. Das würde ich mal alles unter diesem Begriff Ausbildung beziehungsweise einfach dem Deckung mit Fachkräften im Endeffekt abbilden. Und wenn Sie sich mal die Zahlen anschauen, natürlich ist das auch stark geprägt durch Deutschland, aber ich sag mal, Ausbildung nimmt wirklich bei uns einen sehr, sehr großen Block an Aufwendungen ein. Und wenn man sich auch mal die Zahl anguckt, wie viel wir weltweit dafür ausgeben, das ist was, ich sag mal, da wollen wir wirklich nachhaltig auch wieder Zukunft gestalten. Und das tun wir im Endeffekt auch hier dadurch, dass wir unseren Nachwuchs selbst trainieren, beziehungsweise auch natürlich schauen, dass wir immer wieder neue Kolleginnen und Kollegen rankriegen. 820 Auszubildende begaben, haben wir 2020 am Standort Ludwigshafen begonnen. Einfach mal eine kleine Anekdote zwischendrin. Damals, als ich bei den Shared Services gearbeitet habe, wir haben tatsächlich mal an einem Tag, und das war der Stichtag, an dem die Auszubildenden begonnen haben, aber zusammen mit Praktikanten, normalen Einstellungen und, haben wir mal an einem Tag über 1000 Leute in die BASF eingestellt. Das war ein wahnsinniger Kraftakt, kriegt man aber hin, wenn man gut organisiert ist, aber eine ganz, ganz spannende Kiste und ich sag mal, das schafft man auch nur, wenn man tolle Kolleginnen und Kollegen hat und das war wirklich eine ganz tolle Zeit da auch in den Shared Services, sowas mal machen zu dürfen, beziehungsweise sowas mal auch zu organisieren. So, was machen wir auch? Virtual Reality Technologie in der Ausbildung, das haben die Kollegen in Ludwigshafen, das hätte ich hier gerne auch am Standort, aber ganz tolle Sachen, was natürlich auch einfach darum geht, setze ich mich mit neuen Technologien beziehungsweise aber auch einfach mit neuen Lernmethoden auseinander und Sie sehen einfach da, es geht nicht nur um, ich sag mal, die Anzahl der Auszubildenden, sondern wirklich auch um die Qualität der Ausbildung und das ist was, das treiben wir beziehungsweise da wollen wir auch weiterhin erfolgreich sein. So,
Und ein vielfältiges Team soll es an der Stelle auch sein, weil wir, ich sag mal, auch da einfach von, und da sind wir, bin ich wieder beim Stichwort Verbund, wir sind ein Verbund von Kolleginnen und Kollegen, die natürlich, ich sag mal, dadurch auch vieles gemeinsam schaffen, indem wir viele, viele verschiedene Perspektiven einnehmen, beziehungsweise auch viele, viele Perspektiven abdecken. Und das schaffe ich nur, wenn ich ein diverses Team an Bord habe, und da arbeiten wir auch stetig dran. Ja, wir haben auch ein konkretes Ziel damit, das sehen Sie in der Mitte der Folie. 2030 wollen wir den Anteil der Frauen in Führungspositionen auf 30% erhöhen. Das ist ein Aspekt von, ich sage es mal neudeutsch, Diversity. Ich bin ein sehr großer Fan von dem Thema Diversity of Minds, was das angeht, beziehungsweise wo wir da schauen. Und wir sehen auch unten drunter, wir haben uns ein konkretes Ziel gesetzt und da wollen wir auch dran bleiben und weiter dran arbeiten, dass wir diese dieses Thema Frauen in Führungspositionen weiter ausbauen und das auch schaffen bis 2030. Aber wie gesagt, da steckt noch viele, viele Aspekte mehr drin in dem Thema Vielfalt. Und das ist wirklich auch ein spannendes, an was wir stetig in dem Bereich HR arbeiten. So. Jetzt haben wir nicht nur Arbeit, sondern, und ich denke, das ist auch ein Thema, was immer wieder auch, ich sag mal, einen Unterschied ausmacht von einem Arbeitgeber. Wir schauen auch, wie schaffen wir denn eine Vereinbarkeit? Und ich glaube auch da, und ich denke, da pflichten Sie mir zu, auch an der Uni, über die letzten 2 Jahre hat das nochmal eine ganz andere Bedeutung gewonnen, über das Thema auch mobiles Arbeiten, Homeoffice, flexible Arbeitsformen und. Das sind natürlich auch alles Dinge, mit denen wir uns intensiv auseinandersetzen, um diese jetzige Situation zu gestalten. Aber wir haben natürlich auch da konkrete Angebote. Und ich habe hier ein Beispiel aus Ludwigshafen mitgebracht. Wie gesagt, nachher gibt es auch noch mal ein paar Live-Eindrücke aus dem Förde. Aber natürlich schauen wir auch da, und das erlebe ich auch, wenn ich sagen wir mal, in Gesprächen, sei es an Universitäten oder sei es auch mit sagen wir mal, Bewerbern und, dass dieses Thema, was haben wir auch rund um den Arbeitsplatz, Kindertagesstätte hier als Beispiel, Fitness- und Gesundheitsförderung, alles Themen, die auch mit neben dem Thema Entgelt in natürlich in Bedeutung gewinnen, beziehungsweise wir auch einfach uns von unserer Konkurrenz abheben wollen, beziehungsweise das auch einfach mit zu unserem Angebot als Arbeitgeber gehört. Und wie gesagt, da auch stetig dran arbeiten, dass wir das weiter ausbauen. So, soviel zum Thema Personalwirtschaft, beziehungsweise auf dem Themengebiet Mitarbeiter, was Sie ja auch gesehen haben. Wenn Sie sich noch erinnern an den Kreis, in der Mitte stand der Kunde und der erste Kreis außenrum waren unsere Mitarbeitenden. Also das sind die, die ganz nah beim Kunden sind. Und dementsprechend ist es auch für uns ein essentielles Thema, beziehungsweise ein wichtiges Thema, mit dem wir uns sehr, sehr intensiv auseinandersetzen. So, bevor ich Sie jetzt ein bisschen stärker mitnehme in unsere Produktwelt, würde ich noch mal kurz Frau Keller fragen, wie es denn mit Fragen aussieht. Ja. Ich sehe jetzt mittlerweile auch die Teilnehmerzahl, also sie hat sich nicht deutlich verringert. Also von daher, bei meiner Folienschlacht scheine ich noch gut unterwegs zu sein. Wie sieht es denn aus mit Fragen? Ich glaube, da haben Sie nichts zu befürchten. Die werden wahrscheinlich auch bis zum Ende bleiben. wir haben bisher 3 Fragen. Die beziehen sich jetzt nicht unbedingt auf das Gebiet, aber ich würde Ihnen einfach mal die erste stellen. Und zwar, wie schafft man die berufliche Kombination aus Managing Director einer Tochtergesellschaft und der HR-Rolle? Also beide Funktionen sind ja teilweise, also hauptsächlich schon arbeitswochenfüllend einzeln. Wie kriegen Sie das kombiniert? Wie bekommen Sie das hin? Mit einem super Team. Nee, das ist jetzt, also ganz ehrlich, das ist eine super spannende Rolle und ich weiß nicht, also jetzt mal aus meinem Berufsleben geschildert. Ich habe immer die Situation gehabt, dass wenn ich eine globale Aufgabe hatte, habe ich das Lokale vermisst. Und dann hatte ich als Personalleiter ein sehr lokales Geschäft, dann habe ich das Globale vermisst. So, jetzt können Sie einmal sagen, da hat er jetzt nichts mehr, wo er sich beschweren kann. Jetzt hat er ja beide Enden der Medaille. Nein, es ist aber einfach wirklich eine Frage der guten Organisation. Ich habe auf der einen Seite hier ein starkes Team am Standort. Zum einen auch da, wie sagen wir mal, einen etablierten Produktionsleiter, Geschäftseinheitsleiter, die sich in ihrer, und wir sind ja organisiert in den Segmenten beziehungsweise in den Geschäften dann auch relativ autark um ihre Geschäfte kümmern. Ja, da heißt aber dann auch auf der anderen Seite zu schauen, dass die Prozesse am Standort richtig laufen.
und hier im Endeffekt eine Infrastruktur anbieten. Und auf der anderen Seite haben wir ein super starkes HR-Team, was weltweit verteilt ist. Wir haben gut über 70 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Bereich Personal, nur allein für den Unternehmensbereich jetzt Performance Materials weltweit, die aber, ich sag mal, auch von der Ausbildung hier in Lemförde bis hin zum, dann auch der Führungskräftebetreuung dann vor Ort machen. Ja, ist es eine große Aufgabe? Ja, macht aber verdammt viel Spaß. Sie klingen auch sehr begeistert davon. Aber ich glaube, ein Teil der Frage war noch ein bisschen in die Richtung, BASF als sich als Unternehmen fördert dann diese Doppelposition. Ist das in der Unternehmensstruktur so vorgesehen? Nein. Das ist also jetzt, glaube ich, auch aufgrund des Konstruktes, weil wir sind eine funktional organisierte Organisation. Also heißt, was heißt das übersetzt? Wir hatten eben über, jetzt nehme ich doch mal die nächste Folie, wir hatten eben über die Segmentstrukturen bzw. die einzelnen Geschäftsfelder, in denen wir unterwegs sind, beschrieben als solches. Und die sind ja unternehmens- bzw. gesellschaftsübergreifend. Also ich habe Mitarbeiter, die sitzen in Ludwigshafen, ich habe Mitarbeiter, die sitzen in Belgien, ich habe Mitarbeiter, die sitzen hier vor Ort in der BASF Polyurethane GmbH. Deswegen, reduziert sich der Funktionsumfang, wenn man sonst an einen Geschäftsführer denkt, ein gutes Stück, weil die Geschäfte als solches in den jeweiligen Funktionen organisiert sind. Was ist meine Hauptaufgabe hier als Geschäftsführer vor Ort? Wirklich auch dann zu schauen, dass, der Laden funktioniert, beziehungsweise dass, wir alles das machen, was wir auch als Gesellschaft tun müssen, dass wir hier sicher produzieren, dass wir hier, nach allen Gepflogenheiten der Geschäfte unsere Prozesse erfüllen, dass wir einen sauberen Jahresabschluss machen und so weiter. Das ist, diese Hauptaufgabe. Und auf der anderen Seite, die HR-Rolle als solches ist, denke ich, relativ greifbar und relativ klar. Und hier hat sich einfach eine günstige Kombination ergeben für unseren Unternehmensbereich, wenn wir diese beiden Funktionen, größer Performance Materials Standort weltweit und die Rolle des Personalleiters miteinander verquicken. Haben wir das auch zum Beispiel bei unseren Kollegen in Münster, ist das ähnlich, die haben das auch so. Aber vor allen Dingen, wenn ich natürlich gerade in die Geschäfte reingucke, habe ich ganz klassisch einen Geschäftseinheitsleiter, ich habe einen Produktionsleiter, ich habe einen Leiter für die Forschung. Also von daher, um dieses Thema so anzugehen, denke ich, dass wir hier schauen, immer dann, wie kriegen wir das organisatorisch am besten hin. Und der zweite Teil der Frage, jetzt habe ich auch die FAQ-Funktion gefunden, Führungsfunktionsrollen sind in den meisten Unternehmen ja getrennt und können wir jeweils eine Arbeitswoche alleine füllen. Ja, wie gesagt, da hilft ein super Team, dass man dann auch das in der Arbeitswoche gut hinbekommt. Möchten Sie die anderen zwei Fragen auch gleich schon bearbeiten oder sollen wir uns die fürs Ende aufheben? Ich gucke gerade, im Jahr 2020 wurde BASF stark kritisiert für die Pestizidwirkstoffe, beispielsweise in Südafrika verkaufen, welche in der EU aus gesundheitlichen Gründen verboten sind. Ja, das haben wir mitgekriegt, beziehungsweise da war auch einiges los bei uns auf der Hauptversammlung. Wir haben einen ganz klaren Code of Conduct, wenn wir uns da, oder ich sage mal, wenn da etwas passiert ist, das müssen wir sauber aufarbeiten. Und ich glaube, auch wenn ich mich richtig erinnere, waren da auch explizite Teams dann da unten und haben auch geschaut, was ist da passiert, beziehungsweise dann auch, dass wir uns dieser Verantwortung stellen. Ich, ehrlich gesagt, ich muss zugeben, ich bin da jetzt nicht so firm drin, was jetzt die Reaktion dazu war, aber das gehört für mich auch dazu, wenn man Geschäfte betreibt, beziehungsweise auch hier nachhaltig Zukunft gestalten will, dass man sich den Themen auch stellt, die dann da dort mal passiert sind. Wie bewerten Sie die Offshore-Windparks von Vattenfall, der BASF? Nach den vielen Skandalen, die Vattenfall hatte, besonders in Deutschland, ob das zu einem Image-Schaden führen könnte? Puh. Also, Vattenfall, da müssen wir noch mal helfen. Vielleicht die Frau Garcia
was da für Skandale waren. Wir haben mit RWE sind wir hier in Partnerschaft, was das angeht, beziehungsweise was den Offshore-Windpark angeht. Und uns geht es darum, dass wir schauen, wie kriegen wir hier eine nachhaltige Zukunft gestaltet und wie finden wir einen verlässlichen Partner, der mit uns zusammen diesen Offshore-Windpark, den wir da geplant haben, beziehungsweise den wir da auch umsetzen wollen und wo auch dann politische Rahmenbedingungen geschaffen werden müssen. Da geht es um Stromtrassen, da geht es um alles Mögliche. Weil im Kern geht es darum, auch hier industrielle Arbeitsplätze hier in Deutschland zu erhalten und das nachhaltig zu gestalten. Und dafür brauche ich im Endeffekt klare Voraussetzungen, um sowas machen zu können. Da brauche ich auch eine lange Planungsfrist, um sowas tun zu können, weil das Investitionsvolumen gerade in so einen Offshore-Windpark, können Sie sich vorstellen, ist erheblich. Und ich glaube, da so ein Commitment auch einzugehen, zeigt klar, wo wir hinwollen. Ja, zeigt auch, wir wollen verlässliche Partner an unserer Seite haben. Und ja, wir wollen auch da, dass die politischen Rahmenbedingungen da sind, dass wir dementsprechend auch sowas schaffen können, beziehungsweise auch dann für unsere Gesellschaft dann dementsprechend aufbauen können. Wie steht es um den Fachkräftemangel bei BASF? Ja, spannend, beziehungsweise ran. Deswegen, Herr Richin, freue ich mich über die Frage. Das ist was, der Pelzer würde sagen, drauf und der Wetter. Das ist was, dem müssen wir uns tagtäglich stellen und beziehungsweise da, deswegen verwenden wir ja so viel Zeit auf, sagen wir, wir schauen uns die Demografie an, wann brauchen wir welche Leute, in welcher Qualifikation und ich sage mal zu welcher, ja, Punkt in Time, an welchem Fleck der Welt. Wir sehen deutlich, gerade auch wenn ich mir die Generationen anschaue, und das ist auch was sehr, sehr spannend ist, wie sieht es mit Mobilität aus, wie sieht es, ich habe es eben schon angesprochen, mit, ich sage mal, anderen Leistungen aus, als jetzt rein, was weiß ich, Entgelt, Bonus, und anderen Dingen. Also nochmal, da müssen wir uns ganz anders aufstellen, beziehungsweise sind dabei, uns auch anders aufzustellen. Sind wir da schon perfekt? Mit Sicherheit nicht. Arbeiten wir da stetig dran? Ja. Und was ich einfach mit versuche rüberzubringen, ist, was für ein tolles Unternehmen wir sind mit begeisterten Kolleginnen und Kollegen, die an solchen Lösungen arbeiten. Und ich glaube, ich hoffe, dass wir damit dem Fachkräftemangel auch entsprechend entgegentreten können. So, jetzt sehe ich keine Frage mehr. Nein, alles beantwortet. Gut, dann mache ich mal weiter, beziehungsweise dann machen wir es mal ein bisschen, ja, greifbarer. Was ist denn hier Materials, beziehungsweise wenn wir mal in unseren Unternehmensbereich reinschauen und was finden wir denn dann an Lösungen? Und Sie sehen auf der einen Seite Mobilität, Sie sehen Bau, Sie sehen Industrieanwendungen, und Sie sehen, ja, ich sag mal, Consumer Goods oder ich sag mal sowas wie, und ich habe es deswegen, vielleicht fragen Sie sich auch, warum hat denn Turnschuh auf seinem Schreibtisch stehen. Ich habe einfach mal Anschauungsmaterial mitgebracht und ich mache jetzt keine Werbung für Adidas an der Stelle. Für was ich aber Werbung mache, ist diese tolle Sohle, die der Boost-Schuh hat. Und das ist im Endeffekt das Infinergy-Material, hier mal in, ja, zwei anderen Formen. Einmal gepresst als Ball, beziehungsweise wie sowas als Granulat aussieht. Das ist ein konkretes Produkt, was hier aus Lemförde rauskommt und verschiedenste Anwendungsmöglichkeiten hat, nicht nur in dem Schuh als Boost. Sie sehen auch hier einen Sattel, das geht auch in Fahrradreifen, gibt es neue Anwendungen dazu. Oder der eine oder andere ist vielleicht von Ihnen Tennisspieler, gibt es mittlerweile auch als Rahmenmaterial für Tennisschläger. Was haben wir sonst noch da? Was muss ich mir sonst konkreter vorstellen? Sie sehen das Ladekabel für Elektromobilität. Deswegen, also gerade Elektromobilität oder die Transformation, die wir da sehen, ich will nicht sagen, da sehen wir etwas gelassener entgegen. Wir haben Produkte, die einmal natürlich ja, sehr, sehr leicht sind mit Kunststoffen, beziehungsweise immer mehr Anwendungen, die wir finden wollen, um natürlich Dinge, Kabelummantelungen, aber auch Sitze, Lenkräder, alles, was Sie sich da vorstellen können, das sind Dinge, die aus unseren Materialien hergestellt werden, die Sie in einem Auto finden und die auch, und wenn Sie sich dann mal überlegen, eben deswegen sagte ich der Elektromobilität etwas gelassener entgegen, beziehungsweise freuen wir uns darauf, mitzugestalten in dieser in diesem Umfeld.
Denn es ist keine, wir machen keine Getriebe, beziehungsweise keine, was weiß ich, irgendwas für einen Verbrennungsmotor an dieser Stelle. Von daher sind es wirklich ganz, ganz spannende Anwendungen, die da momentan von uns produziert werden, beziehungsweise dann auch von uns auf die Märkte kommen. Matratzen, beziehungsweise auf der anderen Seite Kühlschränke werden bei uns ausgeschäumt. Also von daher, ich denke, viele, viele Anwendungen, wo sie auch einfach sagen können, hey, ja, kenne ich, beziehungsweise auf der anderen Seite, jetzt verstehe ich auch, was, ich sag mal, wer denn dafür sorgt, dass der Kühlschrank auch kühl halten kann. Das sind nämlich auch zum Teil wir. So, nochmal hier ein bisschen anders zusammengefasst, als ich es eben schon gesagt hatte, auch mit ein paar chemischen Begriffen, die das Ganze nochmal greifbarer machen, beziehungsweise auch da TPU, das ist das, was ich eben schon sagte, das ist das, was ich hier in der Hand halte, das, was auch unseren Infinergy-Material beziehungsweise unseren Boost-Schuh angeht. Wenn Sie mal später, heute Abend oder morgen, dann auch unter Ihr Auto schauen, Sie sehen hier den Stoßdämpfer, da gibt es auch nochmal so ein Hütchen darauf, das ist ganz konkret auch, was wir hier vor Ort herstellen. Auf der anderen Seite zeigt Ihnen auch, dass unser Standort sehr stark abhängig ist von dem Thema Transportwesen bzw. Automobil. Aber wie gesagt, ich erzähle sehr, sehr viel, aber ich möchte einfach mal mitnehmen in einem kleinen Video, was denn unser, ja, wer wir sind. Eine Sekunde, es lädt noch. Na? Jetzt haben wir's. So, Film ab. We are Performance Materials. We are one inspired team. We are proud of how we create the solutions of tomorrow with our customers. We are team players, strive for excellence and quality, embrace the digital world, care for the safety of people and the environment. We are innovators, customer orientated, and results driven. A passionate, creative, global family of dreamers, doers, and winners. We are many people and many things, but above all, we are one. So, ein kleiner Eindruck, ja, was Sie denn bei Performance Materials erwarten würde, beziehungsweise wer wir sind und wie das ganz konkret aussieht und wie denn solche, wie das dann in Lemförde auch aussieht. Denn das sind auch die zwei Unternehmensbereiche, die hier vor Ort sind als solches, beziehungsweise was treibt uns denn als ja auch Standort vor Ort, beziehungsweise wie tragen wir denn dazu bei, dass wir die großen Ziele, die wir eben gehört haben, beziehungsweise die großen Themen, die uns auch beschäftigen, wie tragen wir denn hier als Gesellschaft vor Ort dazu bei, dass wir da mitgestalten, beziehungsweise dass wir dementsprechend auch hier bei, zu diesen Zielrichtungen beitragen. Wie gesagt, was sich am Standort, welche Geschäfte am Standort hier vor Ort sind, ist einmal Performance Materials und die Monomers, also das, was auch unsere Vorprodukte angeht, MDI, TDI. Das ist das, die hier tätig sind. Ich hatte es vorhin schon gesagt, 1700 Leute rund am Standort. Alte Zahl aus 2018 waren wir fast mal bei 3 Milliarden Umsatz hier für unsere Gruppengesellschaft. In 2020 lagen wir leider deutlich darunter. Da waren wir bei knapp bei gut 2 Milliarden Umsatz. Aber auch da weiß ich schon, die Ergebnisse kenne ich schon, da liegen wir wieder deutlich drüber und beziehungsweise freue mich auch, dass wir da einfach zu einem sehr, sehr guten zu der guten Ergebnisentwicklung hier der BASF auch beitragen können. So, mit was beschäftigen wir uns aber in der Standortinfrastruktur? Also da ein Thema hatte ich ja schon verraten. Wir produzieren ab 2021, also jetzt, was wir auch an Licht sehen und so weiter. Wir beziehen schon unseren grünen Strom, beziehungsweise haben hier auch die Chance an einem Bündelfunkungsvertrag. Jetzt sagt er, sagen Sie, ja, der hat doch gerade gesagt, der Offshore-Windpark, der wird gerade noch gebaut. Ja, wir waren aber vorher schon fleißig und haben uns hier mit einem Bündelvertrag für die BASF Deutschland schon dafür drum gekümmert, dass wir 100% Strom bekommen aus erneuerbaren Energien und damit auch hier als Standort
einen deutlichen Beitrag leisten zur CO2-Emissionsreduktion. Also für alle Themen, sei es jetzt hier, ich sage mal, die Produktionslinien betreiben, die Temperofen hochheizen, hier das Gebäude quasi mit Energie und Licht zu versorgen. Das sind alles Themen, die wir dadurch erledigt haben. Und das kann ich natürlich auch nur, wenn ich in so einem großen Unternehmensverbund bin, denn so einen Vertrag eben kriegt man oder findet man nur als auch, ich sag mal, eine große BASF-Gruppe. Wäre ich jetzt mit meiner kleinen Gesellschaft im Vergleich angetreten, hätte ich mit Sicherheit nicht so einfach so eine Lösung schon mal schaffen können. Und wie gesagt, wir haben drei große Produktionen hier am Standort, deswegen auch die hohe Zahl, die wir hier gleich beitragen können. So, Nachhaltigkeit als ein Thema. Springen wir mal. Thema Mitarbeiter. Denn angelehnt an ein Periodensystem sehen Sie hier mal ganz konkret unser Angebot an Arbeitgeberangebot, mit dem wir auch, wenn ich Sie auf einer Messe treffen würde, wir uns am Stand auch einfach mal unterhalten können und wo wir dann so eine Kachel vor den Augen sehen, da kann man dann immer so schön auch draufklicken. Jetzt ist es leider nur erstmal der Screenshot davon. Das ist was, ich sag mal, was mich umtreibt, beziehungsweise was ich auch über dieses ein oder andere Jahr immer wieder neu gestaltet hat. Neu gestaltet, also sagt er, okay, meine Dinge wie Jubilarfeier stehen da drauf. Das sind ganz, ich sag mal, klassische Elemente, die wir auch hier immer wieder aber hochhalten, beziehungsweise auf der anderen Seite auch ein Stück weit ja, DNA von uns sind, wo man einfach auch sagt, wir sind stolz auf unsere viele langjährige Kolleginnen und Kollegen hier vor Ort, aber auf der anderen Seite auch natürlich über das, ich sag mal, Know-how, was damit verbunden ist. Jetzt nehme ich mal das Bild Onboarding. Ich habe im letzten Jahr ein neues Tool eingeführt, nennt sich Enboarder. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere schon mal damit zu tun hatte. Ist eine Elektronifizierung des Onboardings, beziehungsweise was mache ich denn mit der Zeit, zum Beispiel von Vertragsunterschrift bis dann tatsächlich das Arbeitsverhältnis losgeht. Eigentlich eine ja, bisher verlorene Zeit. Diese nutze ich jetzt mit einem Service, den ich hier anbiete, beziehungsweise wo Sie jetzt, wenn wir miteinander ins Geschäft kommen würden, wo Sie dann auch Informationen zum Unternehmensbereich, zur Strategie vor Ort, damit kann ich hier vor Ort steuern, was weiß ich, solche Themen wie, dass die notwendige IT vor Ort ist, wenn Sie dann starten, dass aber auch klar ist, wer holt Sie denn ab am Werkschutz. Das sind alles Dinge, das gehört für mich für einen professionellen Start bei der BASF mit dazu. Da haben wir rein investiert, auch in Digitalisierung als solches. Und das hat sich wirklich, wirklich ausbezahlt. Ja, in doppelter Hinsicht jetzt leider musste ich es natürlich auch etwas extensiver nutzen in den letzten anderthalb Jahren mit Corona. Sie können sich sicherlich vorstellen, dass natürlich da solche Tools, die solche so eine Kommunikation möglich machen, aber dementsprechend auch extrem gut genutzt werden können und so weiter. Also das hat, glaube ich, uns auch sehr gut geholfen, in dieser Zeit diese Corona-Phase zu überbrücken. Sonst viele, viele Elemente. Wir hatten es vorhin, Thema Mitarbeitergespräch bzw. Weiterbildung, Thema Ausbildung, Thema Führungskräfteentwicklung ist eins. Da bin ich sehr, sehr hinterher, weil auch da für mich gute Führungskräfte einen riesen, riesen Beitrag einfach leisten, nicht nur per se, sondern auch dann, gerade was das Thema Mitarbeiterengagement angeht. Deswegen kümmern wir uns auch, um immer ein Feedback dazu zu bekommen und dementsprechend aber auch da weiter unsere Kompetenzen auszubauen. So, jetzt würde ich an der Stelle mal kurz Pause machen, ob es denn dann, ich sehe nämlich hier wieder eine Frage dazu reingepoppt. Frau Keller? Ja. So, und zwar betrifft jetzt nicht unbedingt das bisherige Gebiet, aber es geht ein bisschen um Corona. Und zwar ist die BASF Profiteur der Corona-Krise. Immerhin wurden die Umsatzerwartungen um 60% übertroffen. Und mit welchen Maßnahmen sind Sie gut durch die Pandemie gekommen? Oh, das ist eine sehr, sehr vielfältige Frage. Also sind wir Profiteur
Der Corona-Krise, klassische Antwort, jein. Ich hatte vorhin in einem Satz gesagt, es wurden noch nie so viele Spülmaschinentabs dann gebraucht, wie in der Zeit, wo viele im Homeoffice waren. Ja, das war es natürlich. Aber auf der anderen Seite, das Thema gerade Automobilindustrie hat sehr, sehr stark einen sehr, sehr starken Einbruch in der Corona-Zeit gehabt. Ich hatte hier allein am Standort, ich bin mal dicker Daumen, knappe Hälfte des Standortes in Kurzarbeit. Von daher sehen Sie mal die Spannbreite, die Corona bei uns hervorgerufen hat. Sind wir gut aus der Corona-Krise, die auch dann vor allen Dingen in 2020 gewesen ist, gut rausgekommen? Ja, denn bei vielen Sachen gab es einen Nachholeffekt. Viele unserer Produkte waren gefragt, dann auch sei es im Konsum oder sei es dann auch im Aufholen des Ganzen. Was Transport angeht, was Kabelummantelung angeht, was einfach aber auch die Entwicklungen angeht, wie Elektromobilität, hatte ich vorhin gesagt. Und das hat uns natürlich unsere Geschäfte beflügelt. Aber wenn wir uns das Jahr 2021 anschauen, war das ein sehr, sehr guter Nachholeffekt in der ersten Hälfte des Jahres. Und ich sage mal dann in der zweiten Hälfte des Jahres, ich weiß nicht, ob das unbedingt Corona jetzt getrieben ist, aber was wir natürlich sehen, ist das Thema Lieferengpässe. Und ob die jetzt Corona-bedingt verursacht sind oder nicht, aber auf da Chipmangel und trifft natürlich wieder die Automobilisten. Deswegen der zweite Teil war schon etwas abgekühlt. Wir haben es geschafft, gut durch die Corona-Krise zu kommen. Wir haben an jedem Standort, beziehungsweise auch dann gerade in der Konzernmutter in Ludwigshafen, wir haben sehr, sehr schnell auf diese Krise mit einer, ich würde sagen, sehr klaren Emergency Response Struktur reagiert. Jetzt nehme ich mal mein kleines Beispiel hier in Lemförde. Ich blätter mal kurz zurück, dann sieht man den Standort wieder als Bild. So, wenn ich mir sage, was haben wir denn hier vor Ort gemacht? Wir haben im Februar, bei uns gibt es sowas, das nennt sich damals hieß er Krisenstab, jetzt mittlerweile ist es schon eine städtische Einrichtung, aber ich sag mal, es gibt immer einen dedizierten Stab, den wir hier eingerichtet haben, die all diese Maßnahmen, die wir getroffen haben, um hier vor Ort gut mit dieser Situation umzugehen, koordinieren. Da sind verschiedene Funktionen vertreten, da ist unser EHS, Environment Health and Safety Leiter vertreten, da ist der Standortleiter, der verantwortlich ist für die Produktionen vertreten, da ist die Kommunikation vertreten, da ist Personal vertreten und den habe ich jetzt noch vergessen. Ach ja, unsere IH&S-Experten plus unser Betriebsarzt, um dann dementsprechend Maßnahmen zu treffen. Ich glaube, heute oder spätestens morgen soll es auch zum Beispiel wieder eine Neuerung der niedersächsischen Corona-Verordnung geben. Und dann geht es direkt in die Umsetzung der Maßnahmen hier vor Ort. Was heißt das für uns an Maßnahmensets, die wir auch da getroffen haben, und dafür bin ich auch sehr, sehr stolz drauf, wir haben keinen Tag Downtime gehabt irgendwie aufgrund von irgendwelchen großen Corona-Ausbrüchen oder sonst irgendwas. Wir haben ein sehr, sehr gutes Krisenmanagement, nicht nur hier in Lemförde, sondern ringsrum um den Globus gemacht als solches, dass wir lieferfähig für unsere Kunden sind. Und ich glaube, das ist auch ein Thema, was uns geholfen hat, so gut aus dieser Corona-Krise in 2020 auch dann rauszukommen. Was heißt das konkret vor Ort? Ich habe jetzt natürlich einen großen Anteil von Mitarbeitenden im mobilen Arbeiten. Das betrifft aber natürlich die, die es können, beziehungsweise wo der Arbeitsplatz es dementsprechend hergibt. Wir haben viele, viele Mitarbeiter, die in einem Hybridmodell arbeiten. Das heißt, mal vor Ort sind, aber dann auch einen Teil ihrer Tätigkeiten von zu Hause erledigen können. Und wir haben einen großen Anteil derjenigen, die vor Ort hier arbeiten, die in den Produktionen oder aber auch in der Instandhaltung arbeiten. Und da gilt es ganz klar, Regeln, Regularien zu etablieren. Und wir haben ein gutes Set an Regeln gefunden. Wir haben keine
zumindest keine dokumentierte Übertragung von Corona hier auf dem Werksgelände. Da bin ich sehr, sehr stolz drauf. Das meiste, was wir hatten, war immer wieder von außen natürlich reingetragen. Aber auch die Anzahl der Infizierten und auf der anderen Seite eine konsequente Impfkampagne, wo wir einfach unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein Angebot geschaffen haben, dass sie direkt, das können sie auch während der Arbeitszeit machen, sich hier beim Betriebsarzt vor Ort impfen lassen können. Und ich sage mal, damit, mit diesem Werkzeug sind wir wirklich gut durch diese Phase gekommen. Ist die langsam echt anstrengend? Ja, das gebe ich auch zu. Ich gebe es auch zu, lieber persönlich. Deswegen hätte ich sehr gerne auch dieses Meeting in persona gemacht, weil das nochmal einen ganz anderen Eindruck vermittelt und wir eine ganz andere Interaktion auch miteinander erleben können. Und ich denke, da haben auch viele Prozesse im Unternehmen drunter gelitten. Ich glaube auch, dass das Thema Innovation bzw. der Austausch unter den Kollegen darunter gelitten hat. Natürlich finden wir gute Möglichkeiten, das zu kompensieren, aber es ist immer noch, ich sag mal, ich schätze immer noch sehr den Austausch vor Ort und an Ort und Stelle und wenn man auch gemeinsam an Themen arbeiten kann. War eine recht, recht lange Antwort, glaube ich, Frau Keller. Habe ich was vergessen aus der Frage? Klang sehr vollständig. Gut. Da hätte ich persönlich noch eine Nachfrage. Sehr gerne. Und zwar, wie sehen Sie denn die Arbeitsmodelle in Zukunft? Also gehen wir mal davon aus, dass die Corona-Pandemie langsam ein Ende findet. Wie sehen Sie die Arbeitsweisen zukünftig bei Ihnen, vor allem auch in Lemförde? Ich habe vorhin das Wort Hybridmodell gebraucht. Und ich glaube, das ist auch ein Modell, was sich in Zukunft verstetigen wird. Ich glaube, wir haben in den ein oder anderen Befragungen an Rückmeldungen auch von den Kolleginnen und Kollegen hier vor Ort immer wieder bekommen, dass viele sich ins Büro ein Stück weit zurücksehen, die auch den Ort der Arbeit sehr, sehr schätzen, beziehungsweise das Vernetzen vor Ort. Auf der anderen Seite haben wir viel gelernt über die Nutzung von digitalen Tools. Wir machen jetzt auch wieder, gerade bevor wir diese Session jetzt angefangen haben, wir machen jetzt ein virtuelles Talent-Event in einer virtuellen Bar, wo man sich austauschen kann. Das werden alles Elemente sein, die nicht mehr weggehen, beziehungsweise die wir auch gar nicht missen wollen, weil auch da die Effektivität am Tag sich ungleich gesteigert hat. Also ich glaube, sowas wie Reisezeiten gibt es im Moment gar nicht mehr, beziehungsweise wird auch zumindest nicht mehr mit eingeplant. Von daher glaube ich, dass sich wirklich so ein Hybridmodell, wo man sich sehr, sehr flexibel mit dem Thema auseinandersetzt, wo viel Wert darauf gelegt wird, was muss wirklich vor Ort oder was muss wirklich in der direkten Interaktion passieren und was kann in virtuellen Formaten ebenfalls abgebildet werden. Das, glaube ich, wird ein Modell der Zukunft sein. Und wir dürfen eine Herausforderung dabei nicht vergessen. Und das ist was, das liegt mir hier sehr, sehr, sehr am Herzen. Wir haben auf der einen Seite die Kolleginnen und Kollegen, so hatte ich es eben ja auch angesprochen, die gar nicht mobil arbeiten können oder flexibel arbeiten können. Was aber trotzdem gegeben sein muss, wir müssen als ein Unternehmen funktionieren. Und das ist was, das gilt es immer wieder sicherzustellen, dass das auch in Zukunft gewährleistet ist. Und ja, da sind wir weiterhin produzierendes Unternehmen beziehungsweise industrielles Unternehmen. Und das ist auch eine Aufgabe von Führung, das zusammenzubringen. Jetzt haben Sie die Vorlage geliefert. Wie machen Sie das dann damit im Zusammenbringen? Wie mache ich das mit dem Zusammenbringen? Erstmal geht es mir darum, auf der einen Seite das Verständnis für die einzelnen Gewerke zu stärken. Denn auf der einen Seite haben sie natürlich diejenigen, die vor Ort kommen müssen und die sagen, die anderen können ja schön im Homeoffice bleiben. Dann die anderen, die im Homeoffice sind, nebenher noch Kinder bzw. vielleicht einen Tisch mit der Partnerin teilen, wo dann gleichzeitig telefoniert wird und auf kleinstem Raum mit einer vielleicht nicht flüssigen Internetleitung dann irgendwie die Arbeit erledigt werden muss. Also was will ich sagen, beide Seiten hat ihre Herausforderung. Und das ist was, ich gebe Ihnen ein ganz konkretes Beispiel bei uns aus der letzten Betriebsversammlung, wo wir auch einfach mal gesagt haben, jeder hat hier seinen Beitrag geleistet. Wenn wir auf der einen Seite sehen, wir gestiegene Produktionsmengen, was uns auch in dieses Jahr in die Lage versetzt hat, überhaupt mehr zu verkaufen,
Da bin ich dann natürlich ganz stark bei den Kolleginnen und Kollegen unterwegs, die hier vor Ort sein müssen, beziehungsweise auch hier vor Ort produzieren. Aber auf der anderen Seite haben wir auch sehr stark die Preise steigern müssen, denn wir haben gestiegene Rohstoffpreise, wir haben vielleicht überhaupt keine Verfügbarkeit von Rohstoffen und, und. Also das sind alles Herausforderungen, die sind natürlich hier gegeben. Und dann sind natürlich die Kolleginnen und Kollegen auch in Sales und im Product Management und so weiter gefragt, wie stark im mobilen Arbeiten unterwegs waren. So, wenn man jetzt sieht, was am Ende vom Tag rausgekommen ist, glaube ich, wird es hoffentlich, wie gesagt, ich darf ja nur die Zahlen und so weiter, werden Sie Ende Februar hören von der BASF. Aber ich glaube, da hat jeder seinen Beitrag geleistet und das muss dementsprechend anderen auch mal deutlich werden. Auf der anderen Seite geht es natürlich dann auch darum, Regularien und Arbeitsformen zu definieren. Das ist bei uns in einem Projekt passiert, das nennt sich Future of Work. Da setzt sich ein Projektteam auch damit auseinander, auch in der Konzernzentrale. Wie sehen die diese Formen aus und wie können wir das denn auch in Zukunft gestalten, um hier flexible Formen anzubieten? Nicht nur einfach, ich sag mal, jetzt das im mobilen Arbeiten zu machen, sondern was mache ich denn mit den Büros hier vor Ort? Sind das jetzt in Zukunft immer noch klassische Büros oder habe ich ganz andere Formen von Plätzen, wo man sich vernetzen kann, beziehungsweise wo man auch dann vielleicht bewusst hingeht, um sich zu treffen, beziehungsweise auch Meetings miteinander durchzuführen und muss ich dann nicht Büros ganz anders gestalten. Also ich glaube, da ist viel, viel zu tun. Das wird uns noch beschäftigen. Wir haben auch dieses Jahr eine neue Betriebsvereinbarung zum Thema mobiles Arbeiten abgeschlossen. Also Sie sehen, wir gestalten da fleißig in dem Thema rum. Glaube ich, dass wir da jetzt schon alle Antworten haben? Nein, denn ich glaube auch da, durch Corona sind wir in diese Situation reingekommen. Corona-Situation hält leider immer noch an. Deswegen würde ich sagen, sind wir noch nicht wieder in einem New Normal, wie es auch immer so schön beschrieben wird, angekommen. Deswegen glaube ich, wird sich das auch noch fleißig ausgestalten lassen. Und jetzt mal spiele ich den Ball zurück an hier das Auditorium. Das liegt natürlich auch dann an Ihnen, was Sie für Arbeitsformen auch mitbringen, beziehungsweise uns als Unternehmen auch helfen, neue Arbeitsformen kennenzulernen und dann damit uns auch auseinanderzusetzen. Denn was bleibt? Wir wollen spannende Produkte für eine nachhaltige Zukunft anbieten. Und ja, da brauchen wir auch dann wieder Ideen dazu. Dann würde ich jetzt den Vortrag mal in Ruhe beenden lassen. Fragen haben wir gerade keine mehr. Gut, dann bringe ich jetzt einfach mal ganz konkret ein paar Bilder aus Lemförde mit. Dann muss ich nämlich hier den Süden für den Norden ein bisschen begeistern. Probieren wir das mal. Denn da hatte ich schon drüber gesprochen, was wir denn da alles machen und treiben und tun. Denn ich baue nämlich auch fleißig vor Ort hier. Das habe ich auch die Corona-Zeit dazu genutzt. Und was Sie hier sehen, ist unser neues Ausbildungszentrum. Also nicht nur in mehr Auszubildende wird hier vor Ort investiert. Als ich gestartet bin hier in Lemförde in der Personalleitungsrolle, hatten wir um die keine 60 Azubis. Mittlerweile sind wir bei 80 Azubis angekommen. Und ich sag mal, wir haben das Portfolio von den Berufen und vorhin kam ja die Frage nach dem Fachkräftemangel. Früher Laborant, Produktionsfachkraft, Chemie, Industriekaufmann und vielleicht mal ein dualer Student. Heute haben wir, glaube ich, allein 5 oder 6 verschiedene duale Studenten, also auch Fachrichtungen, die wir hier unterbringen, beziehungsweise die wir hier an unserer Universität hier, unserer Partneruniversität hier im Norden dann dementsprechend ausbilden. Das sind Wirtschaftsingenieure, Kunststoffingenieure, das sind aber auch Wirtschaftsinformatiker, brauchen wir natürlich auch. Das ist alles ein Portfolio, wo wir uns, ich sag mal, was wir ausgebaut haben. Wir haben auch neu, ganz konkret, einen Chemikanten. Das ist natürlich für die BASF nichts Neues als ein Ausbildungsberuf. Das ist aber für Lemförde was Neues, wo wir gesagt haben, auch unsere Produktionen, die vielleicht auch eher mechanisch beziehungsweise weniger chemisch sind, brauchen wir in Zukunft ein anderes Qualifikationsprofil. Und deswegen fangen wir an, auch hier vor Ort in Lemförde Chemikanten
auszubilden. Für uns was Neues, für hier, für die Region was Neues und wie gesagt auch damit verbunden, dass wir hier ganz neue ein Ausbildungstechnikum zum Beispiel auch als ein spannendes Element hier in dem Ausbildungszentrum haben, was wir hier verwirklichen. Sie sehen, da steht noch ein Gerüst. Ja, fertig bin ich noch nicht. Eröffnen will ich es auch noch dieses Jahr. Also von daher spannende Zeiten, was man hier in Lemförde erlegt. Und wer macht das alles? Da sehen Sie mal einen Ausschnitt. Auch glückliche Personaler dann vor Ort aus. Das ist ein Teil des Teams, die das Ganze hier auch umsetzen. Wir gucken aber auch da mit unseren Aktivitäten und hier so oben sehen Sie das Emblem Engagement in der Region. Wir sind sehr eng vernetzt mit unseren mit auch unserer Nachbarschaft als solches. Lemförde als Ort ist nicht weit weg. Keine Angst, das Bild ist vor Corona entstanden. Da haben wir dann mal auch unsere Nachbarschaft eingeladen und hier erklärt der Produktionsleiter, den Sie hier in der gelben Weste sehen, unseren Nachbarn wie unser neues Logistikzentrum, als das gebaut worden ist, wenn wir natürlich auch da sagen, wie betten wir uns hier in die lokale Struktur auch ein. Natürlich, wenn ich hier vor Ort mehr produziere, mein Haupttransportmittel ist der LKW. Ich habe keinen direkten Bahnanschluss beziehungsweise keinen direkten Seeanschluss an dieser Stelle. Dann heißt das natürlich einmal Baulärm, wenn wir auch hier auf unserem Gelände bauen, aber auf der anderen Seite bedeutet es natürlich auch dann, dass wir hier den einen oder anderen LKW mehr haben, aber durch das Logistikzentrum haben wir es aber auch geschafft, die Anzahl der LKWs gemessen an der Produktionsmenge zu verringern, indem wir einfach mit vollgepackteren LKWs fahren und von daher natürlich auch was wieder für wenig LKW-Verkehr in der Nachbarschaft tun. Aber da sind uns auch die Verbindungen wichtig und ja, wir haben schon gesagt, Sport und Gesundheitsangebote machen wir auf. Wir unterstützen hier auch. Vielleicht der eine oder andere hat mal in Ludwigshafen mitgemacht. Ich weiß nicht, ob es in Würzburg auch einen Marathon oder einen Lauf gibt. Hier in Lemförde gibt es auch einen, den unterstützen wir fleißig von der BSF und wie gesagt, auch da immer wieder in der Region unterwegs, um hier wirklich ein breites Portfolio an Angeboten auch zu schaffen. Und dass wir relativ früh anfangen, natürlich auch mit unserer Rekrutierung. Deswegen war ich sehr dankbar über die Frage des Fachkräftemangels und wie wir den entgegnen. Wir haben auch sowas wie ein Ferienprogramm, was wir immer wieder unseren Kindern, auch von unseren Mitarbeitern anbieten und wie sowas aussieht, beziehungsweise wie wir da natürlich auch schauen, dass wir hier Werbung machen, zeige ich Ihnen gleich mal. So, also um die Frage nochmal zu beantworten, wie wir das mit dem Fachkräftemangel machen, natürlich fangen wir hier noch nicht an, aber das war ein Ausblick aus unserer Ferienbetreuung, was auch ein Angebot ist, was wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern schaffen, was auch sehr gerne auch dieses Jahr während Corona und das hat auch toll funktioniert und man, auch da kann man sich Hygienekonzepte überlegen, wie man das denn hinbringt. Also da auch gemacht haben, Sie sehen auch eins der Kinder hier mit Maske umhängen als solches, das war aus unserer Sommerbetreuung. Also von daher ein breites Angebot, was wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern machen und was hier vor allen Dingen auch im Norden mir sehr, sehr viel Spaß macht, gemeinsam mit meinem Team hier vor Ort zu gestalten. So, und damit hatte ich viele, viele Folien und Bilder und Eindrücke über die BSF mitgebracht und mit Ihnen geteilt. Wie gesagt, lieber gerne und ich hoffe, dass im Sommer ich nochmal eine Gelegenheit dazu bekomme, das dann auch in Person durchzugehen und beziehungsweise auch hier direkt in die Interaktion und in Fragen reinzugehen. Aber ich hoffe, ich konnte einen Überblick übermitteln. Einmal, was beschäftigt uns auf Unternehmensebene? Was ist unser Geschäftsbereich? Und dann ganz konkret, was gestaltet man hier vor Ort mit, ich sage mal, auch dann hier als Gruppengesellschaft der BSF, wie wir unser Angebot schaffen. Also von daher vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, beziehungsweise Ball wieder an Frau Keller. Gibt es Fragen? Dann von meiner Seite aus schon mal vielen, vielen Dank für den tollen Vortrag, auch im Namen der Professoren, die es jetzt heute leider nicht geschafft haben. Ja, es gibt schon eine Frage wieder. Ich würde nur kurz Ihre Bildschirmpräsentation beenden, wenn das in Ordnung ist. Sehr gerne. Dann sehen wir sie nämlich auch wieder in groß. Und es war eine eher persönliche Frage. Wollen Sie langfristig bei der BASF bleiben?
Beziehungsweise, nochmal, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich jetzt hier eine sehr, sehr spannende Aufgabe übernommen habe. Und ich glaube auch da, man sieht es vielleicht auch in den grauen Haaren, glaube ich, noch einer aus zumindest mal der Generation. Ich habe sehr, sehr viel verschiedene tolle Erfahrungen mit der BASF sammeln können. Ich habe als Wirtschaftsinformatiker mit dem Thema Business Warehousing angefangen, also habe mich dann um Datenstrukturen und so weiter gekümmert, habe mich dann in die Personalwirtschaft eingearbeitet, habe dann Shared Services machen können, was wieder ein ganz anderes Geschäft ist, habe eine Zeit lang auch, da war jetzt kein Bild dabei, Corporate Development und Senior Executive Development machen können. Also was will ich sagen, früher hatten wir mal so einen Rekrutierungsansatz, wo wir sagen, es ist wie eine Schachtel voll mit Pralinen. Man weiß nicht, was man kriegt am Anfang, aber ich sag mal, auf jeden Fall viele, viele Möglichkeiten und die habe ich hier erfahren und ja, man merkt ich hoffe, man merkt es mir auch an, bin begeistert bei der Firma zu sein. Und deswegen denke ich, da werde ich auch eine ganze Weile noch bleiben. Hier vor Ort gestalten beziehungsweise dann auch spannende Sachen machen zu können, glaube ich, ist einfach eine tolle Sache. Da hätte ich tatsächlich eine Anschlussfrage und sehr zwar gerne. Den Karriereweg bei der BASF, den haben Sie ja jetzt kurz beschrieben. Wie sehen Sie denn intern die Möglichkeiten? Also ich meine, Sie haben sich jetzt ja schon entscheidend nach oben gearbeitet. Ist das bei der BASF in irgendeinem Sinne normal? Gibt es dort verschiedene Förderungsprogramme? Oder auch zum Beispiel, Sie haben das Ziel mit der Frauenquote zwischendrin erklärt. Wie arbeiten Sie daran, das umzusetzen? Personalentwicklung ist wirklich ein Teil, ein Kerngeschäft unseres Personal, von HR als solches. Wir haben seit jeher, und das ist auch eine lange Tradition innerhalb der BASF, dass wir auch unsere Führungskräfte auf, sei es Vorstandspositionen beziehungsweise auch Geschäftseinheit, Leitung, also ich sage mal die Ebenen, 1 bis 4, wenn man mal vom Vorstand runterzählt als solches, sehr, sehr stark von intern rekrutieren. Wir haben ein sehr strukturiertes Senior Executive Development oder Development Programm hier in meinem eigenen Bereich. Ich habe ein dediziertes Team, was sich mit Integrated Talent Management weltweit auseinandersetzt. Das ist ein Kern unseres Geschäftes. Und ich sage auch und behaupte ein Stück weit hoffentlich ein Wettbewerbsvorteil, dass wir dadurch auch einen entsprechenden Verbund an Kolleginnen und Kollegen legen, die einfach ja auch die Firma voranbringen. Das heißt aber nicht, Sie sagten, ist das alltäglich oder beziehungsweise ist das, ich sage mal, ein normaler Weg. Wie gesagt, wir rekrutieren weit über 90% unserer Führungspositionen von intern. Heißt aber auch, wir müssen einmal Kollegen irgendwann ins Unternehmen reinbringen. Das kann ganz am Anfang passieren, wie jetzt bei mir, durch die Ausbildung beziehungsweise am Anfang vom Studium, durch ein Trainee-Programm oder das Thema Mid-Career Hire ist natürlich auch ein sehr großes, gerade wenn man das Thema Fachkräftemangel angeht. Den Themenfeldern widmen wir uns oder beziehungsweise das sind eigentlich drei unserer großen Rekrutierungskanäle beziehungsweise auch dann Rekrutierungswege, die man durch die Firma bildet. Bei uns ist es natürlich ganz stark, wie gesagt, ich bin da eher der Exot insofern. Was ist bei uns der Klassiker, wenn Sie so wollen? Das ist der Einstieg in die Forschung. Dort in der Forschung Produkte bzw. Themen der BASF kennenlernen und dann aus der Forschung in die Produktion oder in die Geschäfte reingehen. Das ist der Klassiker, was Sie natürlich auch sehr, sehr stark immer noch finden innerhalb der BASF, weil auch da eben, we create chemistry for a sustainable future. Dafür brauche ich auch entsprechende Fachkräfte, die das auch mitbringen. Dann würde ich gleich mal an die nächste Frage übergehen. Und zwar produzieren Sie als BASF, und jetzt gebe ich mir Mühe, Polyurethane GmbH, nur den Kunststoff als Basisprodukt, also zum Beispiel Granulat, oder machen Sie auch Formproduktionen wie beispielsweise Rehau als Spritzgussproduktionshersteller in der Automobilindustrie? Spritzguss machen wir nicht, aber wir machen was anderes. Geben Sie mir mal einen Moment. Ja. So, dann der eine oder andere hat es vielleicht gesehen, vorhin auf dem Bild.
leider nicht mehr so schön als, als Modell, aber da haben wir schon, da ist, das ist quasi etwas, ein fertiges Produktstück, was unser Werksgelände verlässt, was, wenn Sie mal unter Ihr Auto schauen und da bei dem Stoßdämpfer drauf gucken, was dementsprechend auch hier direkt vor Ort produziert wird. Also das sind wir, ich sag mal, das Weiteste an einem Endprodukt, wenn Sie so wollen, was wir direkt als Teil in die Automobilindustrie liefern. Ja, und die Antwort ist richtig viel. Ist Granulat, sei es in Big Bags oder Flüssiglösungen und so weiter, was wir auch haben als Vouchers. Das sind aber, ich sag mal, der Bereich hier von Transportation macht ungefähr 40% von unserem hier Geschäft am Standort aus. Und davon würde ich nochmal sagen, Großteil dieser 40 sind die 30%, die dann wirklich diese Teile auch sind, die dann oder fertige Teile, die dann auch direkt in die Produktion gehen. So, wir sind jetzt schon ein bisschen über der Zeit, aber die eine Frage würde ich gerne noch stellen. Ja, eigentlich geht es nur bis 45, aber wir halten uns selten dran, weil die Gespräche meistens so interessant sind. Und zwar kam die Frage, was Sie aus Ihrem Studium, vor allem von Würzburg, mit in Ihren Job nehmen können, konnten. Oh, also. Unser Studium einen Sinn. Oh ja, und eine tolle Zeit und viele, viele. Und deswegen, da bin ich ein Fan davon, auch für das Thema Entwicklung. Und vielleicht kommt da auch schon ein bisschen der philosophische Ansatz raus. Weil was ich glaube, was Teil einer guten Entwicklung und auch Personalentwicklung ist, ist einfach viele verschiedene Erfahrungen mitzunehmen bzw. zu machen, um dann auch das mitzubringen und einfach auch dann das mit in seinem Job oder in seiner nächsten Aufgabe einfach mit reinzubringen. Ich fange mal vorne an. Wirtschaftsinformatik, super Thema, gerade auch dann zu verbinden, hat natürlich gerade in der Shared Service Center Zeit viel geholfen, hilft einem aber auch einfach klar zu strukturieren. Es geht nicht immer um, sagen wir mal, Strom drauf oder kein Strom drauf, aber ich sage mal, etwas so zu organisieren, dass man dem Ganzen eine Struktur gibt und eine Ordnung gibt, hat mir immer in meinen verschiedenen Funktionen gut geholfen. Und ob es jetzt, ich sage mal, dann noch mich erinnere an meine erste Vorlesung, was weiß ich, Netzwerksysteme und so weiter. Ich weiß noch, dass ich irgendwann mal gefragt worden bin, was denn der Herr Hollerit macht. Ich weiß nicht, ob Sie das noch wissen, aber da bin ich auch durchgerasselt, oder nicht durchgerasselt, aber zumindest die Frage konnte ich nicht beantworten in meiner Prüfung, kann ich mich aber zumindest noch daran erinnern. Aber wie so ein Modell aufgebaut ist und wie ich sowas, wo man komplexe Fragestellungen organisiert bekomme, das ist was ich mitgenommen habe. So, was habe ich denn ganz konkret aus Würzburg mitgenommen? Eine sehr, sehr spannende Zeit mit sehr, sehr vielen interessanten Kommilitonen und Kommilitonen, von denen ich auch wieder sehr, sehr viel lernen durfte damals, weil das war auch eine tolle Kiste, dass wir aus verschiedensten Professionen beziehungsweise auch verschiedensten Ecken von Unternehmen kamen und die dann den Master da zusammen bestritten haben in dieser Zeit. Viele Themen auch einfach praktische Anwendung, was mich immer wieder begeistert und was ich immer noch gerne mache, auch immer wieder mit Universitäten zusammen, ist das praxisnah, sind Thema Business Cases zu bearbeiten, beziehungsweise sind dann auch Sachen, und das hat mich durch mein ganzes, das hat im dualen Studium angefangen, das hat mich aber auch in Würzburg begeistert. Jetzt sage ich wahrscheinlich was total Verkehrtes für den Vortrag. Ich liebe Praxis. Und wie kriege ich so viel Theorie mit, dass ich das in der Praxis anwenden kann, beziehungsweise hier gute Lösungen nach vorne finde? Das ist, was mich immer angetrieben hat. Und das ist was ich auch aus Würzburg mitgenommen habe. Ja, viel die Theorie mitgenommen, aber viel, viel Praxis. Und wie kriege ich dann auch die PS auf die Straße? Und das nochmal, das hat einfach riesen Spaß gemacht. Und auf der anderen Seite, schöne Stadt ist es auch noch nebenbei. Wir haben vorhin das Bild der Residenz gesehen. Als Pfälzer darf ich das wahrscheinlich gar nicht sagen, der Weinkeller ist auch gut, aber genau, die andere Pfälzerin wackelt auch schon mit dem Kopf, ich weiß, da sind es zumindest komisch formige Flaschen. Nee, es hat einfach, war eine tolle, tolle Erfahrung und wie gesagt, ich frage dann nochmal, ob ich im Sommer nochmal kommen darf nach Würzburg.